Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich möchte heute mit euch über die Bücher sprechen, die ich im August gelesen habe. Und oh mein Gott, mir war nicht bewusst, wie viel das schon wieder war. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bücher, zum Teil richtig dicke Klopper dabei. Und richtig, richtig gute Bücher, die mich überrascht haben. Ja, es war ein durchweg guter Lesemonat. Ich bin gespannt, ob ihr eins der Titel kennt. Also schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch mit den Büchern ging, wenn ihr sie schon gelesen habt. Und ja, ansonsten abonniert gerne meinen Kanal, lasst mir gerne ein Like da. Und wenn ihr das Video bis zu Ende schaut, dann lasst mir gerne ein Herz in den Kommentaren da, damit ich sehe, wer bis zum Ende dran bleibt. Das wäre sehr nett von euch. Genau. Ja. Ich habe die Bücher jetzt genau verkehrt rumliegen. Das heißt, das erste Buch, was ich euch vorstelle, ist das letzte Buch, das ich gelesen habe. Ist ein bisschen doof, hätte ich mir besser mal umsortiert, aber so ist es jetzt. Genau, gestartet hat mein Lesemonat mit einem Rezensionsexemplar aus dem HarperCollins Verlag. Und zwar durfte ich lesen Mill Creek, die Träume meiner Schwester von Susan Mallory. Das Ganze sieht so aus. Und das ist ein Buch mit einer sehr knackigen Thematik. Denn es geht hier in diesem Buch um Finlay. Und Finlay musste wegen der Alkoholkrankheit ihrer Schwester deren kleine Tochter großziehen. Und zwar Sloane. Ja, sie hat dafür ihre eigenen Träume über Bord geworfen, hat ja alles stehen und liegen lassen und hat ihr Haus verkauft, was sie sich eigentlich kurz vorher gekauft hatte, um das zurechtzumachen und dort einzuziehen, was aber dann mit Sloane alles nicht möglich war. Ja, aus verschiedenen Gründen hat sie sich dann dazu entschieden, mit ihr zusammen wieder zu ihrer Mutter zu ziehen, was ihr nicht leicht fiel, denn sie war gerade dabei, sich auf eigene Füße zu stellen. Ja, seitdem wohnt sie dann also mit ihrer kleinen Nichte, Lily heißt die Nichte, also Sloane heißt die Schwester und Lily heißt die Nichte. Und mit ihr wohnt sie seitdem wieder bei ihrer Mutter. Und ja, sie arbeitet bei einer Sanitärfirma, fand ich irgendwie auch mal total erfrischend für so eine Frau. Und dort läuft ihr dann quasi der Projektleiter Jericho über den Weg. Und Jericho hat auch so sein Päckchen zu tragen, denn er ja, ist gerade von seiner Frau verlassen worden. Und wir bekommen sehr schnell mit, dass er von seiner Frau verlassen wurde, weil sie jetzt mit ihrem Bruder zusammen ist. Und das ist natürlich auch sehr aufwühlend für ihn, für die ganze Familie dort. Ja, sehr viel Aggression steht da im Raum. Genauso auch bei Finlay. Da ist auch sehr, sehr viel Aggression im Raum. Und ja, die beiden freunden sich an, unterstützen sich gegenseitig und finden sich gegenseitig. Ne? Das können wir ja schon mal sagen. Da sagen wir ja nicht zu viel. Und alles in allem hat mir das Buch eigentlich sehr gut gefallen. Ich hatte ein paar kleine Kritikpunkte. Ich konnte zum Beispiel anfangs mit Finlay überhaupt nichts anfangen, weil sie sehr egoistisch denkt und ich so ein bisschen Empathie für andere gegenüber vermisst habe. Das hat mich schon auch so ein bisschen gestört. Ja, vor allen Dingen, ja, verläuft sie sich so in Selbstmitleid und redet sich immer selbst alles so schlimm ein. Und da bin ich halt einfach vom Typ Mensch her ganz anders gestrickt und konnte deswegen da auch nicht viel mit anfangen. Es ist aber ansonsten eine echt schöne Geschichte, die man total gut lesen kann, die auch die Probleme von Suchtkrankheit thematisiert, die einen Sloane näher bringen lässt. Ja, dann kommt noch die Thematik rein, dass der Opa nach Jahren wieder zurückzieht und auch in das Haus von Finlays und Sulanes Mutter ziehen soll. Das ist der Vater der Mutter. Da gab es so einen Punkt, das habe ich nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum das so gemacht wurde, habe ich nicht kapiert. Da wurde so ein Lügengerüst erstellt, aufgebaut und das habe ich halt, die Notwendigkeit davon habe ich irgendwie nicht gesehen. Das hat mich auch so ein bisschen gestört, aber an und für sich, ja, war das ein echt lesenswertes Buch, geht so ein bisschen in die Richtung von
22 Bahnen und aber auch von Pixdenlove. Pixdenlove noch mehr. Also das, wenn ihr das mochtet, dann mögt ihr das und auch andersrum, würde ich sagen. Genau. Ja, dann habe ich ein Rezensionsexemplar gelesen. Und zwar ist mir das auf der Buchmesse geschenkt worden von der lieben Ella Marx. Die habe ich kennengelernt am Stand. Guckt mal, wie schön. Cool, ne? Am Stand von Ines Kerl. Ja, genau. Die haben sich nämlich einen Stand geteilt. Und sie hat mir ihre Bücher eingepackt, die bis dato erschienen waren. Lieber den Spatz in der Hand als gar keinen Vogel. Das ist der erste Band. Die kann man aber alle unabhängig voneinander lesen. Und ich muss sagen, das Buch hat mir richtig gut gefallen. Das war eine total schöne Unterhaltung für zwischendurch. Es ist nämlich so, dass Kira Spatz nicht Nein sagen kann. Und sie hat 100 To-Dos und für diese 100 To-Dos nur 21 Tage Zeit, denn dann heiratet ihre Schwester und sie organisiert die Hochzeit. Genau, und anstatt in den Urlaub zu fliegen mit ihrem Verlobten und dort eine schöne Zeit zu verbringen, plant Kira also die Hochzeit ihrer schwangeren Schwester und kümmert sich um die komplette Organisation, also komplett. Zu allem Überfluss braucht dann ihr Schwager Robert noch Hilfe bei der Rettung seiner Firma, denn Kira ist im Konkurrenzunternehmen tätig. Genau, und die Krux dabei, dass Kira bei der Konkurrenz arbeitet und diese Konkurrenzfirma von ihrem Verlobten geführt wird. Ja, das darf dann natürlich nicht rauskommen. Das darf ihr Verlobter nicht wissen, wegen Firmengeheimnis und so weiter. Und dann zieht Robert aber einen Großkunden an Land und ausgerechnet ist das Mark, ihr erster Freund, den sie aber seit Jahren nicht mehr gesehen hat, die auch gar keinen Kontakt mehr miteinander haben. Und ja, dann ist die Verwirrung komplett. Und das ist so ein Buch, das kommt ohne jegliche Dramen aus. Das ist ein Buch, das kommt ohne Spice-Szenen aus. Da werde ich auch öfters nachgefragt. Ich bin aber ja gar nicht mehr so tief in diesem Romance-Genre drin. Also das ist ein Buch ohne explizite Spice-Szenen. Da wird vorher die Tür zugemacht. Und das ist ein Buch, was sich wirklich ja, locker weglesen lässt. Also das ist total schön für so zwischendurch. Man hat dann hier so einen Kalender, der mitgezählt wird zu Kapitelbeginn immer. Man rückt also quasi Kapitel für Kapitel dieser Hochzeit näher und ja, sieht dann auch hier immer noch diese offenen To-Dos, die gerade ganz oben stehen. Und ja, also es war richtig schön zu lesen. Ich habe dazu auch immer noch so ein süßes Lesezeichen passend zum Buch bekommen. Ja, habe jetzt noch eins unten liegen. Das wollte ich diesen Monat gerne zwischendrin mal mit weglesen. Ja, wie gesagt, hat mir total gut gefallen. Könnt ihr auch aktuell, habe ich gesehen, bei BookBeat hören, falls das was für euch ist. Und wie gesagt, ohne Drama, einfach eine schöne Geschichte für zwischendurch, zum Abschalten, so ein bisschen Trash-TV. So hat es sich ein bisschen angefühlt. So GZSZ, aber ohne Drama und ohne Sex. Ja, so kann man es sagen. Genau. Ja, dann habe ich das Buch gelesen für unsere Leserunde und das war eine sehr knappe Kiste. Das habe ich sehr kurz vorm Stream erst beendet und zwar von Silvia Moreno Garcia, die Tochter des Dr. Moreau. Und das war wieder ein echt gutes Buch. Also ich fand es ein bisschen schlechter wie der mexikanische Fluch. Das ist jetzt so ein bisschen mies, dass man Bücher von gleichen Autoren auch immer so ein bisschen miteinander vergleicht, ohne dass man das vielleicht auch will. Es geht hier um besagten Dr. Moreau und seiner Tochter Carlotta. Und Carlotta wächst bei ihm im Dschungel auf, fernab von Zivilisation, nur sie beide ganz einsam in einem Haus, beziehungsweise sie haben noch Angestellte, zwei Leute, die für Carlotta aber so sind wie Geschwister. Und die Patienten des Dr. Moreau befinden sich noch dort und da kriegen wir sehr schnell raus, dass der Doktor ja Experimente macht.
Und es geht dabei um Hybride. Mehr wissen wir aber anfangs nicht und mehr möchte ich euch jetzt auch nicht erzählen. Es ist dann jedenfalls so, dass der Geldgeber des Doktors irgendwann auf diese Insel kommt, um nach den Rechten zu sehen und um zu gucken, wie diese Experimente des Doktors laufen, mit einer ganzen Kompanie Männer im Gepäck. Einer dieser Männer, dessen Namen ich immer ganz furchtbar finde auszusprechen, geschweige denn mir zu merken. Momentchen mal. Montgomery. Montgomery bleibt nämlich dann auf diesem Anwesen und der hat schon einen Blick auf Carlotta geworfen und findet sie sehr interessant als Frau und ja. Ja, wir bekommen dann auch ein bisschen aus Montgomerys Sicht zu lesen und wir bekommen dann mit, dass diese Machenschaften, die der Doktor da macht, etwas fragwürdig sind. Wir bekommen ganz viel dann auch noch über die Herkunft von Carlotta raus und erfahren auch mehr über die Hybride. Und das Ganze entwickelt sich schon zu so einer leicht schaurigen Geschichte. Ja. Ich muss aufpassen, man kann gar nicht so viel erzählen. Ich hatte so ein paar Kritikpunkte, weil ich fand zum Beispiel es sehr ungünstig, dass Montgomery als zweite Erzählperspektive gewählt wurde. Ich hätte die Erzählperspektive aus Dr. Moreau selbst viel besser gefunden. Oder aus dem Geldgeber raus hätte ich auch cool gefunden, dass man so ein bisschen mehr Machenschaften vom Festland noch mitbekommt. So bleibt das Ganze sehr einseitig, denn Montgomery ist natürlich die ganze Zeit mit Carlotta auf dieser Insel und wir bekommen kein weitreichenderes Bild. Das hätten wir am besten dadurch geschafft, wenn Dr. Moreau selbst eine Stimme bekommen hätte. Da wäre die Perspektive noch eine ganz andere gewesen. So, ja, haben wir halt den Hintergrund von Montgomery noch so ein bisschen miterzählt bekommen, der auch sein Päckchen zu tragen hat, aber für die Geschichte irgendwie keinen Mehrwert hatte. Das war so ein bisschen schade. Das hat uns nicht vorangebracht in dem Sinne. Außer, dass man Mitleid mit ihm hatte. Das hat es geschafft. Ja, aber ich hätte die Perspektive des Doktors gerne gehabt. Das hätte ich richtig gut gefunden. Aber ein, ja, ein gutes Buch, was mich auch sehr gegruselt hat und ja, schon so ein Schauer in sich hat. Dann habe ich ein Rezensionsexemplar gelesen, was mich absolut überrascht hat. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das hier in Worte fassen soll. Von Christine Waller, Das Haus über dem Fjord. Das ist ein Buch, das liest man so und man liest das und liest das und ganz zum Schluss platzt der Knoten, kommen die Enthüllungen und man sitzt mit offener Kinnlade da. Das Problem ist, ich würde euch spoilern, wenn ich hier ins Detail gehen würde. Deswegen habe ich über dieses Buch bereits ein Spoiler-Video gedreht und da ist eventuell auch noch ein Livestream geplant, auf jeden Fall mit Ben und vielleicht auch noch mit Sandra, weil ich musste sie noch mal anschreiben. Müssen wir mal gucken. Da hört ihr aber dann auf jeden Fall noch von. Ja. Ich habe es jetzt ein bisschen schwer. Also wie gesagt, da kommt noch ein Spoiler Video, wenn euch das jetzt hier zu wenig ist und ihr wissen wollt, worum es eigentlich geht, dann verweise ich euch mal darauf. Das kommt auf jeden Fall später als dieses Video hier. Ich ja, werde euch dann das hier aber unten noch nachträglich verlinken. Und zwar geht es hier um Ellen. Und Ellen weigert sich als 10-jähriges Mädchen ein Kleid anzuziehen, um auf eine Feier zu fahren. Und diese Aktion rettet im Endeffekt ihr und ihrer Mutter das Leben, denn die beiden bleiben zu Hause und der Vater fährt mit den beiden Geschwistern, zwei Jungs, alleine auf diese Feier. Denn die Mutter ist nach dem Ausraster von Ellen, ist sie es kotzesatt und sagt: So, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, wir bleiben jetzt hier. Ja, es kommt dann aber so, dass es einen Erdrutsch gibt und das Auto des Vaters ins Meer gespült wird und ja, alle drei bei diesem Unfall sterben. Total interessant, dass hier vorneweg erklärt ist, dass es das Ganze wirklich so gibt und zwar nennt sich das Quikten
Und Quicken ist quasi Erde, lehmartige Erde, die Jahrzehnte, Jahrhunderte lang im Meer war, sich dort verbunden hat mit den Salzkristallen aus dem Salzwasser, zu einer festen Masse geworden ist, zu einer sehr harten Erde geworden ist, die dann irgendwann an Land gespült wird, sich daraus Landschaftsabschnitte gebildet haben und die dann auch bebaut wurden. Und irgendwann, nach wieder Jahrzehnten, Jahrhunderten, zersetzt sich dieses Salz in diesem lehmartigen Boden wieder durch Witterungsumstände und es kommt dann zur Instabilität dieses Bodens und zu diesen Erdrutschen. Das kommt also immer mal wieder vor und das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich fand das richtig gut erklärt, richtig krass, auch als Thematik an sich schon. Ja, und im Endeffekt ist es dann so, dass die Mutter von Ellen überhaupt nicht mit diesem Verlust zurechtkommt und Ellen dann als Teenager zu ihrer Großmutter nach Oslo kommt und bei ihrer Großmutter weiter aufwächst, da auch die Schule abschließt und sich ein Leben aufbaut, eine Wohnung hat und einen Job hat und ja, relativ gut allein zurechtkommt. Bis dann eines Tages die Mutter stirbt und sie wieder zurück in ihr Heimatdorf muss, um dort die Wohnung auszuräumen. Als sie dann in dieser Wohnung anfängt auszuräumen, Kisten zu packen und Sachen durchzuschauen, fallen ihr ein paar Ungereimtheiten auf. Und zwar hat zum Beispiel, haben ihre Eltern einen Kredit aufgenommen, obwohl das Haus schon längst bezahlt war. Das wusste sie. Und dieser Kredit soll aufgenommen worden sein für ein altes, Landhaus in Frankreich, obwohl ihre Eltern nie in Frankreich Urlaub gemacht haben, sondern immer das Meer gesucht haben, auch immer einen großen Bezug zum Meer hatten. Und das macht ihr irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Sie weiß auch gar nichts von diesem Haus. Ihre Mutter hat das auch nie erwähnt. Und dann findet sie noch den Terminkalender ihres Vaters. Und in diesem Terminkalender stehen ab der Hälfte des Jahres gar keine Termine mehr drin. Und ihr Vater war Abteilungsleiter oder Geschäftsführer einer Firma, der eigentlich immer total verplant war. Und das ist total unüblich und das macht überhaupt gar keinen Sinn, warum da einfach ab Mitte des Jahres gar keine Termine mehr drin standen. Ja, es kommt dann so, dass sie bedingt durch ihre Arbeit, sie ist tätig als Journalistin in einem Modemagazin und sie wird auf die Fashion Weeks nach Paris eingeladen. Und wenn sie dann schon in Paris ist, dann guckt sie sich an, wie weit dieses Haus entfernt ist und denkt, ach, machst du mal einen Abstecher zu diesem Haus, gehst du dem Ganzen mal so ein bisschen auf den Grund. Und das macht sie auch und erfährt dann auch mehr. Und mehr will ich euch jetzt aber hier gar nicht verraten. Wenn ihr mehr wissen möchtet, um euch vielleicht ein bisschen mehr Lust noch auf die Geschichte zu machen, dann schaut in mein Spoiler-Video rein. Ich war sehr überrascht. Das ist für mich ein Fünf-Sterne-Buch. Das wird lange im Kopf bleiben, lange im Gedächtnis bleiben. Ich hatte großen Redebedarf hierüber und war total überrascht, war total geflasht. Das ist ein Buch, was sehr lange im Kopf bleibt, was absolut nachdenklich stimmt und das auch ein bisschen wehtut. Und ja. Ja, wir haben auch so eine ganz leichte, angehauchte Love Story mit ihr und ihrem ehemaligen Jugendfreund, den wir wieder treffen, und zwar Ola. Das ist auch total schön und er hilft ihr auch. Und ja, die beiden kommen dann auch zusammen. Und ja, also das ist ein rundum tolles, fesselndes Buch. Hat mir richtig gut gefallen. Hatte ich so überhaupt nicht mit gerechnet. Also mega, mega tolle Geschichte. Ja, dann habe ich weitergemacht mit einem Buch, mit einem zweiten Band, und zwar Keeping 13 von Chloe Walsh. Ich musste wissen, wie das weitergeht mit Shannon. Mein Herz war gerissen nach dem ersten Band. Oh, und dieser zweite Band knüpft also nahtlos an den ersten Band ran. Wir bekommen in diesem zweiten Band noch heftigere Szenen zu sehen als im ersten Band. Ich möchte auch noch mal ganz klar sagen, dass diese Bücher überhaupt nichts mit romantischen, spicy Love Stories zu tun haben, so wie sie
teilweise auf TikTok und Instagram vermarktet werden. Das sind Bücher mit einer richtig krassen Thematik, mit richtig Tiefgang. Und ich weiß nicht, wie man das in so eine Romance-Schublade stecken kann. Das steckt für mich viel, viel mehr drin. Und Opfer dieser Taten, die hier beschrieben werden, werden dem einfach nicht gerecht, wenn man das als plumpe Love-Story abtut. Denn ich finde, das steht hier auch absolut gar nicht im Fokus. Es steht im Fokus, dass sich erstmal im ersten Band über 800 Seiten eine richtig tiefe Freundschaft zwischen Shannon und Johnny aufbaut, wo natürlich ein Liebesanteil dabei ist, aber es geht im Endeffekt erstmal darum, Vertrauen aufzubauen und so viel Vertrauen aufzubauen, dass sich Shannon auch in der Lage fühlt, Johnny anzuvertrauen. Und gerade mit der Thematik und mit den Erlebnissen braucht das Zeit und ist das eine Sache, die sehr viel Raum in Anspruch nimmt. Und wie toll, dass Johnny als der coole Star, der er ja ist, das zulässt und aushält. Also ganz toll. Ich weiß, ich kann euch nicht so viel verraten, weil ich euch nicht spoilern möchte. Auch auf den ersten Band möchte ich euch nicht spoilern. Ich möchte euch nur sagen, dass dieses Buch hier richtig hart wird. Also das wird richtig harte Kost. Hier passieren Dinge, die sind ganz furchtbar schlimm. Die konnte auch keiner der Protagonisten so kommen sehen. Und wie danach damit umgegangen wird und wie sich darum gekümmert wird und wer sich da kümmert und wie das genau vonstatten geht, fand ich so berührend, so toll. Also ganz, ganz große Liebe für diese Familie. Ich fand das einfach nur selbstlos und toll ich konnte da auch so mitfühlen. Das war so ein Buch, ich konnte so richtig mitfühlen. Ich war sauer, ich war traurig, ich war aber auch erleichtert und fröhlich und ja, dann wieder todtraurig und fassungslos und ja. Also hier steckt ganz, ganz viel drin und ich finde, so die große Message, die eigentlich daraus hervorgeht, ist, dass man manchmal einfach auf sein Bauchgefühl hören muss, ob es verboten ist oder nicht, ob es Sinn macht in dem Moment oder nicht. Man sollte einfach mal öfters auf sein Bauchgefühl hören, denn meistens täuscht einen das nicht und kann ganz viele große Sachen bewirken. Ich fand, das war sehr, sehr spannend, sehr aufwühlend und es macht total nachdenklich. Es bringt einem ja so ein bisschen an zu hinterfragen, macht einen nachdenklich auch über die Gesellschaft. Was ist eigentlich mit dieser Gesellschaft los, dass so etwas unentdeckt bleibt, dass so etwas einfach so laufen kann? Warum wird nicht eingegriffen? Ja, es hat auch so ein bisschen was von einer Ohnmacht, die man fühlt für solche Situationen, weil man nicht helfen kann. Und trotzdem ist das Buch so ein Nachhausekommen. Diese Clique habe ich total ins Herz geschlossen. Diese Szenen im Pub, wo die Freunde zusammensitzen und die Spiele von Johnny gucken, habe ich geliebt. Spielt ja in Irland, das bekommt man nicht so deutlich mit, außer wenn halt diese Szenen in den Pubs beschrieben werden. Und es fühlt sich irgendwie so heimelig an, obwohl es so krass ist. Ja, und ich freue mich sehr, 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 sehr auf den nächsten Band und danke auch hier für das Rezensionsexemplar. Genau. So, jetzt muss ich erstmal durchatmen. Das ist schon. Puh. Aber jetzt geht es im Endeffekt weiter mit Puh. Denn ich habe mit Dunja zusammen gelesen, Hallo du Schöne von Ann Napolitano. Und zu diesem Buch gibt es auch bei Dunja auf dem Kanal einen Hangout. Also den verlinke ich euch mal unten. Da sprechen wir ganz ausführlich auch über das Buch. Da könnt ihr auch gerne mal schwingsen gehen. Auch das war ein Rezensionsexemplar. Auch dafür vielen, vielen Dank. Ja, das Buch wird
von den 80er Jahren bis in das Jahr 2008 erzählt, aus verschiedenen Perspektiven. Im Vordergrund stehen dabei die Padawano-Schwestern und William, der auch eine sehr große Rolle spielt in dem Buch, William Waters. Genau, William und Julia werden im Verlauf der Geschichte ein Paar und ja, sie heiraten dann auch, aber leider verlieren sie sich über diese Reise. Also da passiert ganz viel und sie ja, verlieren sich aus den Augen, achten nicht gut genug aufeinander. Es kommt dann so, dass etwas ganz Schlimmes passiert, indem sich Julia dann auch überhaupt gar nicht verantwortlich fühlt, überfordert fühlt und sehr kalt auch reagiert. Und ihre Schwester Sylvia hingegen hat ein totales Feingespür, was William betrifft, und ist in dieser einen Krise sehr, sehr stark für ihn da und hilft ihm und unterstützt ihn und hilft ihm aus dieser Krise auch wieder raus. Und dann entwickelt sich zwischen den beiden etwas. Und das ist sehr schwierig, denn Sylvia und Julia waren eigentlich ein Schwesterngespann. Also es waren ja vier Schwestern. Zwei dieser Schwestern sind Zwillinge, die bilden ein Gespann. Und Sylvia und Julia waren das zweite Gespann, die ja so ein bisschen enger miteinander waren. Das ändert sich natürlich durch diese geänderten Verhältnisse und es kommt zu einem Bruch, der die ganze Familie betrifft. Ja, auf der anderen Seite geht es hier aber auch um den Vater der Padawano-Schwestern, der, ja, und zwar Charlie, der, ja, der irgendwann im Laufe des Buches verstirbt und der die Schwestern, jeder auf ihre eigene Weise, nachhaltig beeinflusst, auch über seinen Tod hinaus und der trotz des Todes auch noch immer allgegenwärtig ist und immer mit im Raum zu sein scheint. Und das Schöne ist, dass William von den Padawanos gerettet wurde, in Anführungszeichen, denn als sie ihn kennenlernten, war er ein, ja, ein ziemlich armer Kerl, der sehr auf sich allein gestellt war, weil seine Eltern ein Kind verloren haben, und zwar Williams ältere Schwester, die an plötzlichem Kindstod gestorben ist und die Eltern diesen Verlust nicht überwinden konnten und die Trauer viel zu viel Raum eingenommen hat und es überhaupt gar keinen Platz mehr für William zwischen all dieser Trauer gab. Und er war sehr auf sich alleine gestellt und ja, er hat sich quasi zu den Padawanos geflüchtet, um dort ein bisschen unbeschwerte Kindheit genießen zu können. Und er kennt deswegen Charlie auch eine ganz, ganz lange Zeit und war ganz lange Zeit Teil dieses Lebens der Padawanos. Also das fand ich richtig toll. Das ist ein sehr charaktergetriebenes Buch. Hier geht es sehr viel um die Charaktere, hier geht es sehr viel um die Dynamik zwischen der Charaktere und es geht nicht so sehr um einen Plot. Also wir haben hier keine plotgetriebene Geschichte, in dem Bam, Bam, Bam alles passiert, sondern es geht mehr um die Feinheiten hinter den Personen. Ja, ich finde das Cover besonders schön, denn es geht auch irgendwie um die Facetten einer Familie, um die Facetten einer Persönlichkeit. Und ja, es geht um ganz große Themen. Es geht auch ganz viel um Verlust. Und es geht auch ganz viel um die Verwirklichung der eigenen Träume, was heißt das für andere Personen? Was heißt generell, was bedeutet es, wenn man Entscheidungen trifft, die nicht nur sein eigenes Leben beeinflussen, sondern vielleicht auch Auswirkungen auf ein anderes Leben haben? Was richtet man zum Teil damit vielleicht auch an, wenn es dann auch darum geht, dass ich Entscheidungen für meine Kinder mittreffe oder denen Entscheidungen vorwegnehme? Was richte ich damit an, wenn ich meinen Kindern
wohlgemeint, also mit der besten Absicht eine Lüge auftische, um es etwas nicht so schmerzhaft erscheinen zu lassen. Was stellt das mit Kindern an? Was stellt das mit den Personen an? Was stellt das mit dem Familiengefüge an? Ganz, ganz große Themen, auch Kommunikation innerhalb der Familie, Kommunikation innerhalb eines Ehepaares, was, wie wichtig Kommunikation ist, wie wichtig es ist, niemals die Sprache füreinander zu verlernen, immer ein Ohr füreinander zu haben. Auch das wird sehr, sehr deutlich. Und ja, ich fand das Buch total toll. Es wirft Fragen auf, es schafft dabei, dass man sich ganz viel selbst reflektiert, über sein eigenes Leben nachdenkt, über seine eigenen Beziehungen und Familienkonstrukte nachdenkt. Und das ist auch ein Buch, was wehtut, was nachhallt und auch noch lange im Kopf bleibt und ja, das Ende auch so ein bisschen sehr wehtut. Ja. Aber ein ganz, ganz tolles Buch. Wenn ihr noch mehr darüber hören wollt, dann ich verlinke euch den Livestream mit Dunja, das war auch sehr schön und sehr spannend mit euch, denn da wart ihr auch ganz fleißig im Chat mit aktiv, was uns immer sehr freut. Ja, so, dann geht es weiter zu einem epischen Meisterwerk, auch wieder eine Leserunde, diesmal mit Sarah Sophie. Und ich liebe es, wie man unschwer erkennen kann. Und zwar haben wir zusammen gelesen von J. Christoph Das Reich der Verdammten, der zweite Band vom Reich der Vampire. Und auch diese Geschichte setzt nahtlos an den ersten Band an. Ja, ich möchte euch nicht ganz so viel verraten. Und zwar nach der Mission aus Band 1. Finden Sie dann Gabriels, ja, das kann ich auch nicht sagen. Ja, Sie finden dann, oh mein Gott, wie erzähle ich euch denn was über dieses Buch? Es geht einfach genauso episch weiter. Ich finde es ganz toll, dass Gabriel im Endeffekt die Entscheidungen aus der Hand gibt. Das fand ich sehr wertschätzend in dem Fall hier. Ja, es ist dann eine ganz abenteuerliche Reise. Und zwar versuchen sie mehr über diese verbotene Blutlinie der Esani rauszufinden. Sie haben da auch einen Meister, bei dem sie anklopfen können und danach fragen können. Da gibt es dann aber leider ein Problem, denn dort wohnt niemand mehr. Müsst ihr selber lesen. Dadurch geht die Reise dann weiter und ja, es gesellen sich plötzlich auch wieder Gesellen unter uns, mit denen wir nicht mehr gerechnet haben. Ja, wir bekommen auch Feinde, mit denen wir nicht gerechnet hatten, aber vielleicht können auch manchmal aus Feinden Freunde werden. Vielleicht ist hier nicht alles so schwarz und weiß, sondern in sehr vielen Grautönen gezeichnet. Und vielleicht ist J. Christoph einfach der beste Fantasy-Autor, den es aktuell gibt. Ich liebe ihn. Ich möchte alles lesen, was er schreibt. Oh, es ist einfach episch mit ihm. Es ist einfach episch mit ihm. Ich liebe es sehr. Ich habe hier auch wieder ein Was bisher geschah zugedreht. Ja, wenn ihr da also vielleicht euch updaten wollt, dann auch mal irgendwann für Band 3. Ich verlinke euch auch das mal hier unten. Vielleicht habt ihr auch Lust, ein bisschen in Spoiler-Details mit mir zu diskutieren. Dann würde ich euch auf das andere Video verweisen. Genau, dass wir vielleicht hier möglichst spoilerfrei unterwegs bleiben für die, die es noch lesen mögen. Ja, dann habe ich ein Buch gelesen, wo ich dann im Nachhinein erfahren habe, dass es Band 2 ist, eine Reihe. Wusste ich nicht. Ich habe das jetzt ganz unabhängig von Band 1 gelesen, kann euch aber sagen, das könnt ihr gut machen. Also ihr müsst dafür den ersten Band nicht lesen. Von Hannah Grace Wildfire, so sieht das aus. Der erste Band heißt Icebreaker, geht aber dann auch um andere Protagonisten. Also könnt ihr wirklich gut machen. Das war ein ganz okayes Buch, also das ist auch was total Schönes für zwischendurch. Hier geht es nämlich um Aurora Roberts und den Eishockeyspieler Russ Callaghan. Ich muss ein bisschen ablesen, weil das schon so ewig lange her ist.
Und zwar hatten die beiden einen One-Night-Stand und ja, danach macht sich Aurora unbemerkt vom Acker, schleicht sich aus dem Zimmer und macht sich aus dem Staub, denn sie hat große Angst, zurückgestoßen zu werden und hat große Angst, dass ja, so ein One-Night-Stand für sich ja ganz schön ist, aber hat Angst vor den Reaktionen der Männer am Tag drauf und möchte nicht weggeschickt werden. Sie, ja, geht diesem Problem aus dem Weg, indem sie halt eben sagt, sie geht schon von ganz alleine. Aber eigentlich ist Russ gar nicht so jemand und eigentlich hat Russ doch andere Ambitionen mit ihr und für ihn war das eigentlich gar kein One-Night-Stand und er war eigentlich im Badezimmer verschwunden, um zu überlegen, wie er sie nach einem Date fragen kann. Und als er aus dem Bad rauskommt, ist sie verschwunden. Und er ist schon so ein bisschen traurig, weil er gerade Mut gefasst hatte, sie nach einem Date zu fragen. Ja, es ist dann so, dass die beiden immer mehr aneinander auch denken und ja, sich auch diese Nacht irgendwie nicht vergessen können. Und dann ist es so, dass sie sich in einem Camp wieder treffen und zwar als Betreuer. Wie hieß es noch? Im Sommercamp Honey Acres sind sie tätig. Ja, und da ist die Beziehung unter den Betreuern strengstens untersagt und die beiden müssen sich ganz schön zusammenreißen. Ja. Es ist auf jeden Fall total schön irgendwie. Wir bekommen auch am Rand noch Probleme der Protagonisten mit. Also da ist auch nicht alles so oberflächlich, wie es scheint. Da gibt es auch noch Probleme, mit denen Russ zu kämpfen hat. Und ja, genau, er muss dann auch zwischenzeitlich mal aus diesem Camp verschwinden, um ein paar private Dinge zu regeln. Und ja, auf der anderen Seite haben wir dann Aurora, die irgendwie panische Angst hat, verlassen zu werden. Und ja, hier bekommen wir also die Annäherung der beiden mit. Also es ist eine total schöne, unterhaltsame Love Story. Das Setting von diesem Sommercamp fand ich irgendwie total toll. Das hat jetzt auch super gut gepasst in den Monat August. Und mir hat es total gefallen, dass die beiden offen über ihre Bedürfnisse sprechen und dass sie immer nach Kompromissen gesucht haben, also dass das irgendwie nicht das K.O.-Kriterium für diese Beziehung war oder dass ständig Streitigkeiten aufkommen, die man mit einem einfachen Gespräch hätte unterbinden können. Das nervt mich nämlich an so Teenie-Love-Stories meistens, aber das ist hier überhaupt gar nicht so. Und ja, ebenfalls haben die beiden sich gegenseitig den genügend Raum gegeben, den sie brauchten und haben ja auch großes Verständnis füreinander bewiesen und das fand ich auch total gut. Also alles in allem eine total schöne Geschichte, falls ihr zwischendurch auch mal leichtere Kost lesen mögt. Ups, ist das auch absolut zu empfehlen. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir das jetzt hier gleich alles runterknallt. Na, es hält. Es ist jetzt auch nicht mehr viel. Ich habe jetzt noch einen Roman gelesen und einen Manga. Den Manga machen wir ganz zum Schluss. Kommen wir jetzt noch zu dem Roman und zwar von Sarah Sprinst von der Dunbridge Academy, den dritten Band Anytime. Und Band 1 und 2 haben mir ja so, ja, gefallen. Und ich muss euch sagen, ich bin von Band 3 ziemlich überrascht worden. Und zwar geht es hier um Olive und sie wurde im zweiten Band bei diesem Brand, den man in dieser Schlussszene noch mitbekommt, sehr schwer verletzt und hat seitdem arge Probleme wieder in den Alltag zu finden, hat deswegen jetzt auch auf der Dunbridge ein Einzelzimmer und kämpft sich gerade wieder zurück in den Alltag. Sie hat schlimme Albträume, ist geplagt von Angststörungen und Panikattacken und ja, ihr fällt der Wiedereinstieg sehr, sehr schwer, denn ihre Lehrer haben in Kombi mit ihren Eltern zusammen auch noch entschieden, dass sie aus dem aktuellen Klassenverband rausgenommen wird und ein Jahr drunter wieder anfängt.
um ihr den Lerndruck zu nehmen. Natürlich ist sie dadurch aber so ein bisschen isoliert von ihren Freunden. Die sind natürlich da, die kommen auch, die sind auch präsent in dem Buch. Aber es fühlt sich halt eben anders an, denn alle anderen, ihre Freunde, sind jetzt im Abschlussjahr und sie nicht. Sie ist ein Jahr drunter. Ja, es kommt dann so, dass sie ein Geheimnis quält, was sie hütet, über das sie nicht sprechen darf. Da will ich euch aber jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Zeitgleich kommt dann Colin Fantino als neuer Schüler an die Dunbridge Academy. Und bei ihm ist es so, das verrate ich euch auch nicht, das müsst ihr auch selber lesen. Also das ist so ein bisschen perfide mit den beiden. Und er ist von seiner alten Schule weggekommen, aus einem bestimmten Grund, den ihr selber lesen müsst, und ist deswegen jetzt an die Dunbridge Academy gekommen, nach Schottland und weg von seinen Eltern. Er hat auch ein sehr schwieriges Verhältnis zu seinen Eltern, das bekommen wir mit. Und hat auch keinen guten familiären Rückhalt irgendwie. Er kommt sich als total überflüssig und als totale Belastung vor. Und dann bekommen wir durch ihn halt auch noch sehr intensive Einblicke in seine Krankheit, denn er hat Diabetes. Und das war für mich sehr spannend zu lesen. Und das hat Sarah Sprinz, finde ich, meiner Meinung nach sehr, sehr gut hier auch irgendwie rübergebracht. Es kommt noch hinzu, dass er durch diesen fehlenden familiären Rückhalt selbstverletzendes Verhalten zeigt. Ich war jetzt so ein bisschen vorsichtig, aber das ist eigentlich, also das ist kein Spoiler. Wir bekommen die Geschichte abwechselnd aus seiner und aus ihrer Sicht mit, und das bekommen wir auch schon relativ früh gezeigt und zu lesen. Das ist natürlich eine schwierige Kombi. Die beiden sind jeder für sich sehr mit sich selbst und mit seinen Problemen beschäftigt. Aber ich fand das total schön, dass die beiden sich einander so gut tun und dass die beiden einander eine Stütze sein können und sich gegenseitig so ein bisschen aus der Scheiße rausziehen können. Also die geben sich gegenseitig Rückenwind und halten sich gegenseitig über Wasser. So kommt es einem schon vor. Und das kommt sehr, sehr, sehr gut rüber in diesem Buch, finde ich. Olive war mir manchmal etwas übergriffig. Also zum Beispiel regt sie sich in einer Szene total auf, warum eigentlich alle von seiner Diabetes wissen, nur sie nicht. Und es ist anfangs so, dass die beiden sich gar nicht mal so gut verstehen. Also er ist halt der neue Schüler und sie ist mit in der Klasse. Und ja, aber sie verstehen sich halt nicht so besonders gut und kennen sich fast gar nicht. Also wieso hätte er ihr etwas davon erzählen sollen? Also das habe ich irgendwie nicht verstanden. Das sind halt so Ausraster, so kleine Dramen, die ja so Zickenweiber manchmal gern veranstalten, die ich noch nie gut verstehen konnte, weil ich noch nie so der Zickentyp irgendwie war. Ja, es war aber dann auch schön, dass man sah, dass Olive ja so eine Art Schubladendenken schon anfangs hatte, aber ihre Schubladen auch selber anfängt zu sortieren und ihr Verhalten auch anfängt zu reflektieren. Und das hat mir gut gefallen. Sie hat eine tolle Charakterentwicklung hier auch durchgemacht. Ja, es wurde auch deutlich gezeigt, was Eltern ihren Kindern antun können und was Eltern ihren Kindern durch ihr Verhalten auch antun können. Und vielleicht auch unbewusst. Also ja, das wurde irgendwie in beiden Fällen sehr deutlich. Ja, das hat auch was mit dem Geheimnis von Olive zu tun. Das müsst ihr aber dann selber lernen, lesen. Das müsst ihr selber lesen. Genau, ja. Genau, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass sowas auch zu ganz, ganz viel angestauter Wut führt, die nicht entladen werden kann. Und ja, dass dann ungute Wege gesucht werden für diese Wut, um sie rauszulassen. Und ja, das war für mich der beste Band der Reihe. Ich fand das ganz, ja, überraschend auch.
Ich bin froh, dass ich das jetzt noch durchgezogen habe, denn ich hatte zwischenzeitlich überlegt, den auszusortieren, weil mir die ersten beiden Bände, wie gesagt, nur so, naja, gefallen haben. Aber das hier ist ein richtig lesenswertes Buch, mit sehr wichtigen Thematiken und sehr einfühlsam das Ganze auch verwoben. Also hat mir richtig gut gefallen. Gut, dass ich dem Ganzen hier noch eine Chance gegeben habe. Und dann habe ich zum Schluss noch den zweiten, oder den habe ich eigentlich ganz am Anfang gelesen, und zwar den zweiten Band von Attack on Titan. Ja, und hier kann ich euch auch gar nicht so viel sagen, nur dass man ja nach diesem Ende des ersten Bandes ja wirklich gedacht habe, oh mein Gott, wie soll das hier weitergehen? Und es geht weiter und es geht richtig gut weiter und es hat mir richtig großen Spaß gemacht. Wir haben hier jetzt halt im Vordergrund Mikasa, die gegen die Titanen kämpft und sich ja ihren Weg da in diesem Team nach oben kämpft. Und eines Tages taucht ein mega starker, riesengroßer Titan auf, der sich gegen seine eigenen Leute stellt, also der sich gegen die anderen Titanen stellt und anfängt, diese abzuschlachten. Und das war eine totale Überraschung. Ja, total spannend, mit vielen Vergangenheitsrückblicken, was einem die Story dann auch so ein bisschen näher bringt. Und ja, so ein kleiner Suchtfaktor. Ich müsste hier auch dringend mal weiterlesen, hat mir total gut gefallen. Und das war mein Lesemonat August. Sagt mir mal gerne, ob ihr eins dieser Bücher schon kennt. Lasst mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren da, würde mich voll freuen. Und ansonsten sagt mir doch mal, was habt ihr denn so für Bücher im August gelesen? Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ganz liebe Grüße an euch und ciao.